Guten Tag, liebe Schüler. Herzlich willkommen bei unserer Videolektion für die siebte Klasse der Grundschule. Dobrodošli na Videolektion iz njemačkog jezika za sedmi razred osnovne škole. Mein Name ist Lea Jambrek-Topić, moje ime je Lea Jambrek-Topić. Und unser heutiges Thema sind meine Zukunftspläne. I današnja tema su moji planovi za budućnost. Nach dieser Lektion werdet ihr Berufe benennen und kurz beschreiben können. Nakon ove lekcije znati ćete imenovati zanimanja i ukratko ih opisati. Einem Text Informationen entnehmen, izvući bitne informacije iz teksta, Fragen zum Text beantworten, odgovoriti na pitanja vezana uz tekst und Meinungen und Wünsche zu eigenen Zukunftsplänen äußern i izraziti mišljenja i želje o vlastitim planovima za budućnost. Für die heutige Lektion braucht ihr ein Blatt Papier oder ein Heft, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber, Internet am Handy, Computer oder Tablet und Kopfhörer oder Lautsprecher. Za današnji sat trebate list papira ili bilježnicu, običnu olovku ili kemijsku olovku, internet na mobitelu, kompjuteru ili tabletu, slušalice ili zvučnik. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen. U svakom trenutku možete zaustaviti snimku. Was sind eure Zukunftspläne? Što su vaši planovi za budućnost? Möchtest du eine Berufsschule, eine Kunstschule oder ein Gymnasium besuchen? Želiš li pohađati strukovnu školu, umjetničku školu ili pak gimnaziju? Möchtest du studieren oder arbeiten? Želiš li studirati ili raditi? Möchtest du Arzt, Informatiker, Friseur, Sänger, Lehrer oder etwas anderes sein? Želiš li biti liječnik, informatičar, frizer, pjevač ili pak učitelj? Möchtest du heiraten oder nicht? Želiš li se udati ili oženiti ili ne? Und hier ist eine kleine Hilfe für euch. I evo jedne male pomoći za vas. Napisala sam ovdje nekoliko primjera koje ćete naravno primijeniti na sebe. Ich möchte die Berufsschule, die Kunstschule oder das Gymnasium besuchen. Ich möchte arbeiten oder ich möchte studieren. Ich möchte Musiker, Koch, Krankenschwester, Fußballspieler, YouTuber oder etwas anderes werden. Ich möchte nicht heiraten oder ich möchte heiraten. Schreibt bitte eure Antworten ins Heft. Napišite vaše odgovore u bilježnicu. Was ist dein Traumberuf? Schreibe es ins Heft. Što je tvoj posao i snova? Zapiši u bilježnicu. Vielleicht možda der Polizist oder die Polizistin, policajac ili policajka. Der Lehrer oder die Lehrerin, učitelj ili učiteljica. Der Bäcker oder die Bäckerin, Bäcker ili pekarica. Der Koch oder die Köchin, Kuhar ili kuharica. Der Kellner oder die Kellnerin, Konobar ili konobarica. Kada ćete pisati rečenicu, pomozite si sa ovom frazom dolje. Mein Traumberuf ist, pa nadopuniš čime treba. Und hier kommen auch noch einige Beispiele. Evo nam još nekoliko primjera, zum Beispiel der Fußballspieler oder die Fußballspielerin, der YouTuber, die YouTuberin, das Model, der Arzt, die Ärztin und der Krankenpfleger oder die Krankenschwester. Na primjer, Fußballspieler, nogometaš ili nogometašica, der YouTuber oder die YouTuberin, YouTuber ili YouTuberica, das Model, Manneken ili manekenka, der Arzt oder die Ärztin, liječnik ili liječnica, der Krankenpfleger oder die Krankenschwester, znači medicinski tehničar ili medicinska sestra. Bitte schreibt eure Antworten auf. Molim vas, zapišite svoje odgovore. Spielen wir Memory. Zaigrajmo Memory. Scannt den Code ein oder schreibt den Bitly Code. Skenirajte kod ili upišite Bitly adresu. Bitly, Zukunftspläne 1. Heute sprechen wir auch darüber, was wer macht. Danas ćemo pričati o tome tko što radi. Fangen wir an. Počnemo. Der Polizist oder die Polizistin. Policajac ili policajka. Er oder sie verhaftet Diebe. Hab sie lopove. Arbeitet an der Kreuzung. Radi na raskrižju. Und am Tatort in der Mjestu zločina.
Der Lehrer oder die Lehrerin, učitelj ili učiteljica, unterrichtet und korrigiert Tests, predaje i ispravlja testove, und Hausaufgaben i domaće zadaće. Der Bäcker oder die Bäckerin, Bäcker ili pekarica, backt Brot und Brötchen, peče kruh i peciva. Der Koch oder die Köchin, Kuhar ili kuharica, bereitet das Essen vor und kocht, priređuje jelo i kuha. Und der Kellner oder die Kellnerin, Konobar ili konobarica, serviert das Essen und die Getränke i servira hranu ili pića. Was macht zum Beispiel ein Fußballspieler? Ein Fußballspieler oder eine Fußballspielerin spielt natürlich Fußball. Prilično lagano igra naravno nogomet. Der YouTuber oder die YouTuberin filmt sich und dreht Videos. YouTuber ili YouTuberica snima sebe i snima videe. Das Model nimmt an Modenschauen teil. Ovdje možemo reći model ili možemo reći maneken, manekenka, sudjeluje na modnim revijama. Der Arzt oder die Ärztin untersucht Patienten. Liječnik ili liječnica pregledava paciente. Der Krankenpfleger oder die Krankenschwester, znači medicinska sestra ili medicinski tehničar, kümmern sich um kranke Leute und gibt Spritzen. Oni se brinu o bolesnim ljudima i daju injekcije. Wo arbeiten die Personen, die rade osobe? Zum Beispiel, wo arbeitet der Polizist oder die Polizistin? Gdje radi policajac ili policajka? Zum Beispiel, auf der Straße, na primjer na ulici, im Streifenwagen, u patrolnim kolima und am Tatort ili na mjestu zločina. Der Lehrer, er arbeitet zum Beispiel in der Schule, u školi. Der Bäcker oder die Bäckerin in der Bäckerei, u pekari. Der Koch oder die Köchin im Restaurant, naravno u restoranu, und der Kellner oder die Kellnerin im Restaurant oder im Café, u restoranu ili u kafiću. Wo arbeitet ein Fußballspieler oder eine Fußballspielerin? Natürlich auf dem Spielfeld, naravno na igralištu. Wo arbeitet der YouTuber oder die YouTuberin? Gdje ona radi? Überall, posvuda, je li tako? Das Model im Studio und an Modenschauen. Model ili manekenka ili maneken radi u studiju ili nosi modne revije. Der Arzt oder die Ärztin arbeitet natürlich im Krankenhaus, radi naravno u bolnici. Der Krankenpfleger oder die Krankenschwester, medicinska sestra ili medicinski tehničar, rade im Krankenhaus. Sie arbeiten im Krankenhaus, rade u bolnici. Was ist euer Traumberuf? Die Sätze helfen euch. Koji je vaš posao i snova? Rečenice vam pomažu. Schreibt die Antworten in eure Hefte. Napišite vaše odgovore u bilježnicu. Mein Traumberuf ist... Ich möchte werden. Ein oder eine kocht, singt, untersucht. Ein oder eine arbeitet im oder in der. Eure Antworten könnt ihr eurem Lehrer zuschicken oder eurer Lehrerin. Vaše odgovore možete poslati vašem učitelju ili vašoj učiteljici. Spielen wir ein Spiel. Es hilft euch beim Textverstehen. Zaigrajmo igru, pomoći će vam igra prilikom razumijevanja teksta. Scannt den Code ein, skenirajte kod, oder schreibt den Bitly Code ili ispišite Bitly Code. Zukunftspläne 2. Lest den Text von Mia und Martin und hört zu. Was möchten Mia und Martin werden? Pročitajte tekst o Mia i Martinu i poslušajte. Što Mia i Martin žele postati? Mia, 13, 7. klasse, Zagreb. Hi, mein Name ist Mia und ich besuche die 7. Klasse. Ich bin sehr fleißig und lerne viel. Ich möchte nach der Grundschule ein Gymnasium besuchen und eines Tages Medizin studieren. Ich möchte Zahnärztin werden und heiraten.
Ich möchte eines Tages zwei Kinder haben und in einer schönen großen Wohnung am Jelačićplatz wohnen. Ich möchte eine eigene Zahnarztpraxis haben und viel Geld verdienen. Ich möchte ein Ferienhaus an der Adriaküste haben, am besten mit Meerblick. Martin, 13, 7. Klasse, Zagreb. Hallo, mein Name ist Martin und ich besuche die 7. Klasse. Ich bin nicht besonders gut in der Schule. Ich lerne nicht gerne, aber ich interessiere mich sehr fürs Kochen. Ich möchte nach der Grundschule eine Berufsschule besuchen und ein Praktikum machen. Ich möchte eines Tages Koch werden und ein kleines Haus haben. Heiraten möchte ich nicht. Ich möchte ledig bleiben. Ich möchte auch eine Ferienwohnung in Pula haben. Okay, super. Und sag mir bitte, was möchten Mia und Martin werden? Što žele Mia i Martin postati? Genau, točno. Mia möchte Zahnärztin werden. Mia želi postati zubarka. Und Martin? Was möchte Martin werden? Što želi postati Martin? Martin möchte Koch werden und želi postati kuhar. Lies noch einmal den Text und kreuzt richtig oder falsch an. Pročitajte još jednom tekst i križit ćemo značite točno ili netočno. Mia ist fleißig. Martin findet die Schule super. Martin möchte studieren. Mia möchte eine Berufsschule besuchen. Martin möchte Zahnarzt werden. Martin möchte nicht heiraten. Mia möchte heiraten und zwei Kinder haben. Martin möchte ein Ferienhaus haben. Mia möchte viel Geld verdienen. Und hier kommen auch die Lösungen. I evo nam i rješenja. Mia ist fleißig. Das ist richtig. Martin findet die Schule super. Das ist falsch. To je krivo. Martin möchte studieren. Das ist auch falsch. Mia möchte studieren. Mia möchte eine Berufsschule besuchen. Das ist auch falsch. Mia möchte ein Gymnasium besuchen. Martin möchte Zahnarzt werden. Das ist auch falsch. Was möchte Martin werden? Što želi postati? Er möchte Koch werden. Želi postati kuhar. Martin möchte nicht heiraten. Das ist richtig. Mia möchte heiraten und zwei Kinder haben. Das ist auch richtig. Martin möchte ein Ferienhaus haben. Das ist falsch. Martin möchte was haben? Što želi imati? Eine Ferienwohnung. Tako, eine Ferienwohnung möchte er haben. Mia möchte viel Geld verdienen. Das ist richtig. Ich hoffe, es war nicht so schwer. Nadam se da nije bilo preteško. Ich hoffe, ihr habt alles richtig gemacht. Nadam se da ste sve točno napravili. Und wenn nicht, dann wiederholt die Aufgabe nochmal. A ako ne, ponovite zadatak još jednom. Und hier kommen meine Beispiele i evo i mojih primjera. Vjerojatno će se vaši primjeri nešto razlikovati od mojih, ali eto mogu poslužiti za provjeru i moj. Mia, sie lernt viel. Sie möchte Medizin studieren, sie möchte Zahnärztin werden, sie möchte heiraten, sie möchte zwei Kinder haben, sie möchte ein Ferienhaus an der Adriaküste haben. Und Martin? Er ist nicht besonders gut in der Schule, er möchte nicht studieren, er möchte Koch werden, er möchte nicht heiraten, er möchte in einem Haus leben und er möchte eine Ferienwohnung in Pula haben. Was sagt Mia, wie ist sie? Was möchte sie eines Tages machen? Što kaže Mia, kakva je? Što želi jednog dana raditi? Mia sagt, dass sie viel lernt. Mia kaže da mnogo uči. Sie sagt, dass sie Medizin studieren möchte. Kaže da želi studirati medicinu. Mia meint, dass sie Zahnärztin werden möchte. Mia smatra da želi postati zubarka. Mia sagt, dass sie heiraten möchte. Mia kaže da se želi udati. Mia sagt, dass sie zwei Kinder haben möchte. Mia kaže da želi imati dvoje djece. Mia sagt, dass sie am Jelačićplatz wohnen möchte. Mia kaže da želi stanovati na trgu Bana Jelačića.
Mia sagt, dass sie eine eigene Zahnarztpraxis haben möchte. Mia kaže da želi imati vlastitu zubnu ordinaciju. Pa pogledajmo malo ove rečenice. Što nam je zajedničko u svim ovim rečenicama? Što one sve imaju? I to imaju isto. Tako je. Imaju ovaj veznik das. Evo, možete ga primijetiti u svim rečenicama. Ja ću ga zaokružiti crvenom bojom. Tako je. A što nam se nalazi odma ispred ovog našeg veznika das? Jedna mala, mala stvarčica. Tako je. To nam je ovaj zarez. Njega nipošto ne smijemo zaboraviti. Tako je. Evo, u svim rečenicama nam se on nalazi. A recite mi što se nalazi također ispred ovog našeg zareza. U prvoj rečenici. Tako je. Imamo glagol. Ajmo pogledati koje sve glagole imamo. Sagt, sagt, meint, sagt, sagt, sagt i sagt. Tako je. A gdje nam se još nalaze glagoli? Tako je. Na kraju rečenica. Hajmo pogledati. Lernt, möchte, 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 möchte i opet u zadnjoj rečenici möchte. U nekim rečenicama nam se javlja još nešto. Imamo po dva glagola u drugoj rečenici. Naprimjer, Mia sagt, dass sie Medizin studieren möchte. I studieren nam je također glagol. Tako je. I on se nalazi također na predzadnjem mjestu. Evo ga. Tako je. Eure Aufgabe ist es jetzt, einen Spickzettel zu schreiben. Vaš zadatak sada je napisati jedan mali šalabahter. O čemu? Mi smo radili ove dosta rečenice, pa kako bi si vi napisali jedan mali, mali šalabahter gdje se što nalazi u dosta rečenicama? Molim vas, napišite svoje šalabahtere, eure Spickzettel in eure Hefte u vaše bilježnice. Evo ja ću navesti recimo svoj primjer. Na početku smo imali nešto nešto, pa nam je dolazio glagol, obavezno nam je dolazio zarez, pa veznik das koji nam je glavni, nešto iza njega i na kraju glagol möchte. Ali također smo imali i neke rečenice u kojima su se javljala dva glagola. Pa smo opet na početku imali nešto nešto, dolazio nam je glagol, pa nam je dolazio zarez, veznik das, pa opet nešto nešto i zatim jedan glagol i na kraju glagol möchte. Možda ste vi čak imali bolje primjere od mene, ali otprilike to je ovako trebalo izgledati. Pa sad Martin. Was sind seine Zukunftspläne? Schreibt in eure Hefte. Što kaže Martin? Što su njegovi planovi za budućnost? Napišite u vaše bilježnice. Hier kommen auch meine Beispiele. Evo i mojih primjera. Martin sagt, dass er die siebte Klasse besucht. Martin kaže da pohađa sedmi razred. Martin sagt, dass er in der Schule nicht besonders gut ist. Martin kaže da u školi nije posebno dobar. Martin sagt, dass er nicht gern lernt. Martin kaže da ne uči baš rado. Martin sagt, dass er nicht studieren möchte. Martin kaže da ne želi studirati. Martin sagt, dass er Koch werden möchte. Martin kaže da želi postati kuhar. Martin sagt, dass er nicht heiraten möchte. Martin kaže da se ne želi oženiti. Martin sagt, dass er in einem kleinen Haus wohnen möchte. Martin kaže da želi živjeti u maloj kući. Martin sagt, dass er eine Ferienwohnung in Pula haben möchte. Martin kaže da želi imati apartman u Puli. Verbindet die Sätze wie im Beispiel. Povežite rečenice kao u primjeru. Maria sagt, sie hat viele Hausaufgaben. Maria sagt, dass sie viele Hausaufgaben hat. Miriam sagt, sie hat keine Ahnung. 2. Tom sagt, er ist ein fleißiger Schüler. 3. Du sagst, der Test ist schwer.
4. Frau Selika sagt, sie muss noch heute zum Arzt. Wir sagen, wir müssen viel lernen. Und hier kommen auch die Antworten. I evo nam je odgovora. Miriam sagt, dass sie keine Ahnung hat. Evo imamo opet glagol na kraju, hat, veznik das i prije veznika das zarez. Ispred zareza nam se nalazi glagol. Tom sagt, dass er ein fleißiger Schüler ist. Du sagst, dass der Test schwer war. Frau Seliger sagt, dass sie noch heute zum Arzt muss. Und wir sagen, dass wir viel lernen müssen. Ich hoffe, ihr habt alles richtig gemacht. Nadam se da ste sve točno napravili. Und wenn nicht, dann wiederholt die Aufgabe nochmal. Ako ne, ponovite zadatak još jednom. Hört den Text und ergänzt. Poslušajte tekst i dopunite. Hallo, ich bin Vita. Ich bin 13 Jahre alt und besuche die Grundschule Pavao Belas in Brdovec. Ich bin eine fleißige Schülerin und lerne sehr viel und gern. Nach der Grundschule möchte ich das Gymnasium besuchen und eines Tages Chemikerin werden. Ich möchte Medikamente erfinden und kranken Leuten helfen. Ich möchte im Labor für die Firma Pliva arbeiten. Ich möchte eines Tages heiraten und Kinder haben. Wie viele? Das weiß ich auch nicht. Ich möchte in einem großen Haus am Stadtrand wohnen. Und hier kommen auch die Lösungen. I evo nam je rješenje. Also, hallo, ich bin Vita, ich bin 13 Jahre alt und ich besuche die Grundschule Pavao Belas in Brdovec. Ich bin eine fleißige Schülerin und lerne sehr viel und gern. Nach der Grundschule möchte ich das Gymnasium besuchen und eines Tages Chemikerin werden. Ich möchte Medikamente erfinden und kranken Leuten helfen. Ich möchte im Labor für die Firma Pliva arbeiten. Ich möchte eines Tages heiraten und Kinder haben. Wie viele? Das weiß ich auch nicht. Ich möchte in einem großen Haus am Strandrand wohnen. Und hier kommt eine Verbindungsaufgabe. I evo nam jednog zadatka povezivanja. Ich habe hier als ein Beispiel Aufgabe Nummer 4 genommen. Uzela sam kao primjer zadatak broj 4. Welche Schule möchtest du besuchen? I moramo povezati, na primjer, ich möchte das Gymnasium besuchen. Pa hajmo vidjeti. Wie heißt du? S čime bi povezali to? Tako je, sa ich heiße Vita. Wie alt bist du? Pogledajmo. Ich bin 13 Jahre alt. Tako je. Welche Schule besuchst du? Ich besuche die Grundschule. Welche Schule möchtest du besuchen? To nam je zadatak koji je bio već riješen. Ich möchte das Gymnasium besuchen. Was möchtest du werden? Ich möchte Chemikerin werden. Was macht eine Chemikerin? Sie erfindet Medikamente, tako je. Wo arbeitet eine Chemikerin? Sie arbeitet im Labor. Möchtest du heiraten? Ich möchte heiraten. Und wo möchtest du leben? Ich möchte am Stadtrand leben. Ich hoffe, ihr habt alles richtig gemacht. Nadam se da ste sve točno napravili. Und wenn nicht, i ako ne, dann wiederholt bitte nochmal die Aufgabe. Ponovite još jednom zadatak. Was sind eure Zukunftspläne? Što su vaši planovi za budućnost? Nehmt euch auf, snimite se und schickt es eurem Lehrer oder eurer Lehrerin i pošaljite vašem učitelju ili vašoj učiteljici. Ich heiße, ich bin Jahre alt, ich besuche die Grundschule. Ich möchte das oder die besuchen. Ich möchte werden. Eine arbeitet im oder in der. Ich möchte nicht heiraten oder ich möchte heiraten. Ich möchte Kinder haben oder ich möchte keine Kinder haben. Ich möchte in einer Wohnung oder in einem Haus wohnen. Ich möchte in der Stadt, auf dem Lande oder am Meer wohnen.
Und hier kommt auch die Hausaufgabe. Schreibt einen kurzen Aufsatz zum Thema meine Zukunftspläne. Die Fragen helfen euch. Wie heißt du? Ich heiße... Wie alt bist du? Ich bin... Jahre alt. Welche Schule besuchst du? Ich besuche die Grundschule. Welche Schule möchtest du besuchen? Ich möchte das oder die besuchen. Was möchtest du werden? Ich möchte werden. Wo möchtest du arbeiten? Ich möchte in der im arbeiten. Möchtest du heiraten oder nicht? Ich möchte nicht heiraten oder ich möchte heiraten. Möchtest du Kinder haben oder nicht? Ich möchte Kinder haben oder ich möchte keine Kinder haben. Wo möchtest du wohnen? Ich möchte in einer Wohnung oder ich möchte in einem Haus wohnen. Möchtest du in einer Stadt, auf dem Lande oder am Meer leben? Ich möchte in, auf oder am leben. Provjerit ćemo koliko smo danas naučili pomoću Wie gut kann ich. Ako nešto odlično znate, stavite smiješkića s najvećim osmijehom. Za malo manje ovog što razmišlja ili ako nešto ne znate, stavite ovog tužnog smajlija. U prvoj rubrici nam se nalazi Berufe nennen. Bitte malt euren smiley. Molim vas, nacrtajte svog smajlića. Dann kommt und dann nam dolazi Fragen zum Text beantworten. Bitte malt euren smiley. Dann kommt kurz Berufe beschreiben können. Kratko opisati zanimanja. Bitte malt euren smiley. Seinen Traumberuf nennen. Navesti svoje zanimanje i snova. Bitte malt euren smiley. Das Sätze bilden. Tvoriti das rečenice. Bitte malt euren smiley. Und sagen, was meine Zukunftspläne sind. Bitte malt euren Smiley. Ich hoffe, ihr hattet viele Smileys. Nadam se da ste imali mnogo smajlića. Und wenn nicht, ako ne, dann wiederholt die Lektion noch einmal. Ako ne, pogledajte lekciju još jednom. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.